Heyo. So, wie viel Ein Buch. Leder habe ich jetzt? Auf jeden Fall wieder ordentlich Fleisch. So, zack, 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 zack. So, komplette Lederkombi hergestellt. Bam. So soll es sein. Nächste Kackenkanne. Kack macht er auch noch. Perfekt. Für mein Beet. Viel Leder habe ich noch übrig? 87 Liter noch übrig, nice. Ja, meiner. Jetzt gehört er mir. Jetzt kann ich ihn aufheben und mitnehmen. Habe ich das eigentlich so gesehen? Nee, habe ich nicht. So, Leute, jetzt bin ich hier wieder die ultimative Tamerin. Mit Bullpink als, mit. Nein, er heißt ja jetzt so Bullblue. Mit Bullblue auf meiner Schulter, alias Pikachu. Auf meinem tollen Raptor. Ich freue mich. Gott, Skorpion, sei bitte nicht so schnell. Gefällt mir nicht. Level up. Oh, Skorpion hatte Loot. Klamotten, oh, ein Betäubungspfeil. Nett, nett, nett. Katze kotzt. Schön. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht, dachte, toll. Vielen Dank an die Katze. Revolver! Kannst du jetzt machen? Könnte ich bauen, ja. Nice. Nice, nice. Aber ich lasse es noch. Danach kommt nämlich, glaube ich, noch eine Waffe. Ich glaube, die ist besser. So, ich muss mehr von diesen aggressiven Tieren töten. Die haben immer gerne so nette Sachen dabei. Ja, das stimmt wohl. Was leuchtet da so? Oh! Was leuchtet? Oh, ich habe hier so ein Explorer-Note bekommen. Oder gefunden. Ja. Und da trennten sich langsam die Wege. Du kannst ja auch herkommen. Es ist bei uns in der Nähe. Ja. Ich bin ja jetzt nicht so weit davon gerannt. Wie weit bist denn du in der Nähe? Also, ich kann unser Zuhause fast sehen. Also ich bin hier beim Wasserfall. Okay, das war jetzt eine wertvolle Information. Warte. Ich kann dir eine Wegbeschreibung liefern. Also. Ich stelle mich jetzt hier auf den Hügel. Wenn du. Da ist es. Ich sehe dich. Ja, na, ich laufe jetzt auf jeden Fall flussabwärts. Das ist doch mal Ja, cool. noch Echt weiter. Wenn du gerade. jetzt nach links guckst, siehst du da so einen großen Hügel, der rausragt. Da Ja. stehe ich drauf. Ach, da, ich sehe dich. Ich hab So. dich gesehen. Nein. Wieso bist du da langsam? Keine Ausdauer? Nö. Also. Hör mir zu. Du läufst in die Richtung, ne? Immer in die Richtung. Nirgendwo runter, spring einfach in die Richtung und am Felsen entlang. Links ist ja dieser riesige Felsen hier. Da läufst du einfach dran vorbei dann. Bis du etwas grünes Leuchten siehst und rechts daneben leuchtet der blaue Explorer-Node. Okay. Ich muss nämlich dringend was trinken, sonst kippe ich gleich um. Ja, mach das.
Bis jetzt sieht das ja noch recht nett aus. Dann habe ich gleich schon wieder das nächste Level ab. Geil. Grün leuchten. Ich sehe noch nicht mal annähernd irgendwas grün. Wahrscheinlich entweder zu früh abgebogen oder keine Ahnung. Einfach nur die ganze Zeit am Felsen ranlaufen. Ich kann ja mal dahin laufen. Jetzt habe ich ja was getrunken. Siehst du immer noch nichts? Nein. Bist du? Oh. Sache wahrscheinlich, bin ich eh falsch gelaufen. Bist du nach links gelaufen am Felsen? Nein. Und nein, da leuchtet es auch. Das hättest du gesehen. Muss mir Bären reinziehen, ey. Aber lauf mal zurück. Ohne in die Pilze zu laufen. Wo ist denn mein Schatzi? Hier bin ich. Siehst du mich Hallo. Schon? Nein. Ich weiß nicht, wo du jetzt langlaufen bist schon. Ja, ich bin wieder am Hügel, wo wir uns getroffen haben. Da dachte ich eigentlich, dass ich jetzt auch gerade bin. An dem Felsen. Hast du dich total verlaufen? Wahrscheinlich. Warte. Ach, da bist du. Ach, da. Ja, da bin ich gerade vorbeigelaufen vorhin. Folgen Sie mir unauffällig. Währenddessen ich ein Dodo töte. So. Kamst du von hier? Nein, da war ich hier schon falsch. Ja, okay. Dann lauf einfach hier geradeaus und dann siehst du es schon. Okay. Jetzt bin ich schon wieder durstig. Alter. Muss mal langsam mein Fleisch braten, was ich hier habe. Ich hätte vorher abladen sollen, ey, echt, ey. Siehst du wenigstens das grüne Leuchten? Nein. Ach doch, ich glaube, jetzt sehe ich das grüne Leuchten. Oder ist es ein Dino? Keine Ahnung. So komische leuchtende Punkte. Nein. Oder ist es das blaue Leuchten? Oder ist es blaues Leuchten? Nein, ich sehe einfach nur die Kiste. Ah, okay. Also wo auch immer das grüne Leuchten ist, keine Ahnung, aber ich sehe... Ach, da die Kristalle, meintest du. Genau. Oh, guck mal, da hängt ein Sarko im Felsen. Beim Wasserfall. Yeah, Leute. So, Zero ist am Verhungern und muss essen. Cool, ein Level geschafft und glaube ich fast noch eins. Oh oh. Los, lauf, lauf, lauf! Lauf, Raptor, lauf. So, wie viel habe ich jetzt? 104. Okay, ich brauche noch 16, dann kann ich mir einen neuen Sattel machen. Okay. So, hat er uns jetzt gesehen? Nö, hat er nicht. Können wir nämlich mit dem Sarko immer schön zur Insel da schwimmen und da das Eisen holen. Oh, da ist ein blaues Licht im Wasser. Soll ich hin, wie so eine Motte? War das nicht... Ach nee, so. Mach das. Ich stell mich wieder vor mein Zeug. Ja. Aber das sieht man wenigstens nicht so weit weg. Ach, es ist im Wasser. Ist ja ekelhaft.
Komme ich überhaupt hin, ohne zu sterben? Gute Frage. Oh, ich habe Öl gefunden, immerhin. Wie? Aber wie viele rote Pilze hier überall sind, ist ja unglaublich. Na, die kann man nicht mal loswerden, so eine Scheiße, ne? Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Flammenwerfer oder so. Ich glaube nicht, dass du sowas wie Konstrukte verbrennen kannst. Das ist ja quasi ein Konstrukt. Ja. Level 35 zum Öffnen. Diese dreckigen... Welches Level bin ich? 34. Ne? Ich brauche noch ein paar XP. Ich muss irgendwas bauen, irgendwas. Mach das. Da fehlt mir nur noch diese paar Prozent, um diese scheiß Truhe zu öffnen. Wer weiß, was da drin ist. Vor allem ist mir im Wasser heiß. Ja, das habe ich doch auch andauernd gehabt. Ach, immer wenn ich auftauche. Irgendwas zieht mich runter die ganze Zeit. Was soll denn das? Mobbing. Ich brauche noch ein bisschen XP. Was kann ich herstellen? Oh, wieso krieg ich... Was ist das für Schaden? Ach, das ist meins. Ich töte gerade ein kleines Tier, weil es einfach was da ist. Wie gemein von dir. Ja, ich weiß. So bin ich. Geht doch. 54 Metall. Oh, das reicht schon, um das Schwert zu bauen. Leder. Ja. Leder habe ich zum Glück hier. Siliziumperlen. Not bad. So, Schwert ist auch wieder am Start. Das hat noch nicht für ein Level abgereicht. Ich mache nochmal eine Sichel. Jo, mach das. Vielleicht sogar noch eine Bärenfalle. Fasern, ja, habe ich. Hier, zack, Bärenfalle. Hier rennt ein Raptor rum, sehr schön. Relativ nah an unserer Basis übrigens. Echt? Mhm. Mach ich ihn kaputt? Level up, ja, nice. So. Ach, das blaue Licht meintest du hier sogar. Das ist ja sogar in unserer Nähe. Ja. Jetzt komme ich an und es verschwindet. 100 Pro. Flinte! Einfache Munition. Genau das, was ich meine. Sarko-Sattel. Cool, jo. So, dann schwimmen wir da nochmal hin. Bevor es verschwindet. Dann kann ich einen Sarko-Sattel bauen. Scheiß Erdbeben stoßt mich die ganze Zeit zurück. Sarko-Sattel. Ach du, Zement brauchen wir. Und 280 Leder. Ja, Zement brauchen wir sowieso irgendwie. Können wir den überhaupt schon machen? Eigentlich schon, ne? Ja, wenn mit dem Sarko-Sattel, ist ja klar eigentlich. Du kannst ja nichts einfach herstellen, was du nicht hast. Hey. Ja, Sarko-Sattel braucht Zement. Also müssen wir vorher Zement gelernt haben. Na, das haben wir ja gelernt. Siehst du? Brauchen wir, Zitin oder Keratin plus Stein. Okay. Aber davon haben wir so viel. Wow, 21 grüne Edelsteine. Was brauchst du? Nein, habe ich gefunden. Ach so. In diesem scheiß Licht. Ja, den Rotz, den keiner braucht. Yay. Ey, ey. Einfach geil. Jetzt kommt bestimmt irgendwas und tötet mich. Das wäre der perfekte Abschluss für diesen einen Moment. Das stimmt. Naja, lege ich die Edelsteine weg und versuche noch ein bisschen was zu farmen für unsere Reittiere. Dass wir auch den Sarko und dass wir den Skorpion reiten können. All das. Einfach nur, weil wir es können. Ja. Und du meintest ja, da ist ein Raptor, dann kill ich den als nächstes. Ich habe jetzt Rüstung und alles. Ihr könnt mich mal, die Raptoren. Du hast jetzt Rüstung? Ja, guck mich doch an, ich habe Rüstung an. Warum? Aber keine Hose. Zero rennt ohne Hose rum. Oh, ich habe keine Hose Wieso hab ich keine Hose gemacht? Du hast keine Hose an, nein. Was sind das für Sachen? Lederzeug ganz normal, oder? Ja, Leder. Achso. Hab ich vergessen, mir eine Hose zu machen, Leute. Oder liegt hier irgendwo? Lass den Skins erstmal entfernen hier. Scheiß auf Skins.
Das war lustig mit dem Lucky Dice Skin. Heute sogar Fanservice von beiden. Hat sich gelohnt, ja. Yeah. So, okay. Ach, ich hab noch mehr Skins hier. Damit. Ich bin Level 31. So, was brauche ich jetzt noch für die Hosen? Wieso habe ich keine Hosen hergestellt? Also. So, große Bärenfalle. Behemoth, Steintorbogen, Bogen. Verstärkt, ne? Also Dinotor, Katapultgeschütz. Oha. Oha. Jetzt habe ich eine Hose an. Aber mit so einem Katapultgeschütz können wir doch theoretisch von zu Hause aus Dinos abschießen, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Habe ich nie benutzt. Was brauchen wir? Holz? Oh Gott, 400 Holz. Alter. Ja, gute Nacht. Nein. So, hier habe ich. Ich immer noch. Was machen denn die Skorpione? Kommt zu mir, Mann. Lauf die hin. Oh, oh. Das ist nicht dein Scheiß erst. Was? Oh, Level 65. Ja, der läuft da rum. Ah, tolle ist Rüstung habe ich da. Ja, ist halt Lederrüstung. Aber es ist der, den ich dir gesagt habe, dass der rumläuft? Ja. Da muss ich auf den Felsen raufgehen und ihn kaputt machen. Das ist blöd, dass der Level 65 ist. Naja, ich könnte ihn jetzt sehen. Ich habe mir gedacht, ich bringe die Skorpione um, laufe zurück, mache mit dem Fleisch erstmal ein paar Betäubungsfeile und dann zähme ich mir die Viecher. Mache ich auch, glaube ich, einen. Die mich jetzt in Ruhe lassen würden. Nein! Oh Gott! Und der war erst aber nur Level 27. Also nur, haha. Wie lange dauert das, bis ich im Bett spawnen kann? Oh, keine Ahnung, ich spawne einfach in der Nähe, das passt schon. Hat es eine Abklingzeit? Ja. Echt? Brauch mehrere Betten. Merk schon. Die Pilze waren auf der linken Seite. Okay, ich weiß jetzt, wo ich bin. Jetzt kann ich da wieder hinlaufen. Ach Mensch. Dreckige Viecher. Ich werde sie zähmen und auslachen. Ich werde sie hinstellen und auslachen. Das geht ja gar nicht. Geht ja wohl. Ja, ich komme hier sowieso nicht durch. Da sind schon wieder Toren. Das ist blöd. Muss ich warten, bis ich da zu Hause spawnen kann. Aber ich versuch's wenigstens. Ich meine, Versuch ist es wert. Spar ich mir einen Tod. Was ist denn? So. Ein Tod mehr oder weniger, Mann. Ja. Ich habe nicht gedacht, ich klopp die jetzt einfach weg mit meinem Schwert, weißt du? Und dann kommt er an, springt auf mich rauf, ich kann mich nicht bewegen und dann kommt die Skorpione noch dazu. Und alle schlagen auf mich auch rauf und ich denke, ja, cool. Ja, das ist natürlich blöd. So. Nice. Ich habe mir gerade erstmal eine Flasche hergestellt. So. Ich muss den Kackbeutel endlich mal irgendwie loswerden. Weißt du, da so, säubert man extra schon seine Basis und dann spawnt einfach wieder eine Milliarde Viecher. Tja. So, jetzt gibt es übrigens noch 6 Zement, die in dem Mörser drin sind, ja. Okay.
Hast du. So. Bin ich jetzt fast da? Ach, da laufen mir der Revenger frei durch die Gegend und freuen sich. Auf dem Weg hier nach Hause. Aber an den komme ich easy vorbei. Hoffst du? Ja, bin ich schon. Ich wette, jetzt wo ich nach Hause laufe, sehe ich plötzlich einen grünen Strahl und das war meine alte Leiche. Das wäre lustig. Das wäre jetzt richtig fies. Aber ja, auch lustig. Ich hoffe nur, dass die Raptoren, die hier waren, mich nicht sehen. Vielleicht waren das auch die Raptoren, die einfach runtergesprungen sind. Kann sein. Wollten mich. Schweine. Ach ja. Die gieren nach Serum. Okay, die Leichen von unseren Viechern sind auch nicht hier. Ja, das sind sie. Ich sehe meine Leichen nämlich von hier oben aus. Die sind runtergejumpt. Das macht die Sache jetzt aber nicht besser. Ja, aber wissenswerter. Ah, cool, aus einer Flasche kann man zweimal trinken. Hast du eine Flasche gebaut, oder was? Mhm. Jo. Ich dachte im Endeffekt, ist ja egal, was ich baue zum Leveln. Und da ich ja die jetzt auch irgendwie mal die Beeren anpflanzen möchte, hab ich mir gedacht, so eine Flasche ist vielleicht cooler als die olle, lumpige, keine Ahnung, dieses komische Horn. Ja, lieber Raptor, ja. Möchtest du von mir weggelockt werden? Wo ist dein Bruder? Welcher Bruder? Wir sind doch zu zweit, die Schweine. Ich lock die erstmal weg und sterbe. Und dann spawn ich nämlich im Bett. Und freue ich mich. Hä? Der läuft mir gar nicht hinterher. Kann ich meine Leiche holen? Das wäre wunderbar. Und genau, plötzlich dann greift er an, bestimmt. 100 pro. Kleine Drecksau ist das. Tja, ist er bestimmt gerne. Jetzt schnell hier weg. Okay, ich habe eine Leiche. Yay. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Nein, ich will meine Rache. Ich werde sie zähmen, aber erstmal will ich diesen Skorpion töten, der bestimmt an meinem Tod mit dabei war. Oder du könntest den Deodikus betäuben oder mich jetzt verfolgen. Cool, ja. Danke Deodikus für den Scheiß. Hat er sich eingerollt und dann hat er das Interesse an ihm verloren. Ja, stimmt aber. Ja, das Typische. So, das zu dir. So. Das hallo. Na. Hast du alles, was du haben wolltest? Ja. Nur meine Rache noch nicht. Aber die kommt noch. Mach mir jetzt nämlich fertig. Mach ein paar Betäubungspfeile und dann ziehe ich sie mir rein. Durch die Nase. Ah, Raptoren. Die Betäubungspfeile? Nein, die Raptoren. Ich werde sie zu Staub zermahlen und dann werde ich sie durch die Nase schnupfen und sagen, ja, jetzt bin ich hier der Meister. Ja, vor allem haben wir da noch ein anderes gemeines Tier am Start. Was denn noch? Ich weiß nicht, ob das so ein Spino ist. Der Spino ist jetzt nicht. Der ist ja nicht gemein. Nein. Ich glaube, das ist aber ein gemeiner. Ich weiß nur nicht, wie er heißt. So einer mit Stachelkamm.
Ja, nee, der ist nicht gemeint. Der ist nett. Sicher? Ja. Ich hoffe, ich bin sicher. So, 5 Betäubungsfeile. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Sicherheitshalber noch ein bisschen sammeln. No. Warum ist jetzt ernsthaft auf dem Weg? Wir brauchen Triceratops, mit dem ist das viel leichter, das Ganze zu sammeln. Könnte man mit dem nicht auch irgendwie Bäume und Steine sammeln? Weil die einfach umgehauen hat? Ja, aber war nicht sehr effektiv. Am effektivsten waren immer noch Bären mit ihm zu sammeln. Echt? Ich dachte, da war der Para am besten. Nee. Also wenn wir hier einen sehen, sollten wir den fangen. Na gut. Hatten wir nicht letztens hier bei uns in der Nähe einen gesehen? War das nicht so? Ja. Aber das ändert sich ja immer, je nachdem, wer die so angreift. Ja, hast du auch recht. Ich frage mich, wie viel Betäubungsfeile ich für die bräuchte. Vielleicht würde das sogar hinhauen. Dann können wir nämlich leicht Betäubungsfeile erstellen. Wie, wenn man die hat? Ja. Warum? Weil sie schnell Bären sammeln. Und Bären quasi das Nervige daran ist. Stimmt. Ja, aber genau für so eine Sachen habe ich jetzt extra Beete gebaut. Und genau diese Samen, die wir brauchen, nämlich da eingepflanzt. Okay. Ich hoffe, da kommt da nicht nur eine Beere raus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie lange das dauert. Ich weiß nur, dass es richtig lange dauert. Bis da überhaupt irgendwann endlich mal irgendetwas wächst. So, ich gehe jetzt einfach mit 9 Betäubungsfeilen hin und dann hoffe ich einfach das Beste. Mach das. Da nehme ich der letzte Samen rein. So. Auf geht's, ab geht's. Heute werden Raptoren gezielt. Oh Mann. Ist nur auf die falsche Dings draufgedrückt. Juhu. Mit, indem er einfach irgendwo hinkackt. Und denkt sich, hier ein bisschen Dünger. Bläh. Hungrig, Zero ist hungrig. Wo kommen die Skorpione her? Da ist er. Guck, Leute, ist das nicht schön? Bete. Hey. Ein Betäubungsfall für den Arsch, Kacke. Bleib doch stehen, Raptor. Bleib doch einfach stehen. Tu mir den Gefallen. Und der denkt sich jetzt so, nö. Nö. Du bist der 27er Raptor. Das läuft doch nicht weg. Oh, ein Pfeil, der ist umgekippt. Okay. Ja, nice. Und direkt mal Fleisch ins Inventar. Zack. Wo ist dein Raptor-Bruder? Da ist er. Als wenn ihr dir das verraten würdet. Nein. Lass es einfach, Raptor. Fall einfach um. Ich dachte, ein Fall reicht für euch.
Okay, er hat 3 Pfeile abbekommen, dann müsste er jetzt endlich umkippen. Ich bin ja, zwar gestorben. Umgekippt. Ja, ich bin zwar gestorben, aber dann müsste er jetzt da liegen. Er hat 3 Pfeile abbekommen. Und sein Raptor. Sein Raptorbruder gehört schon mir. Ne, er läuft da hinten rum. Der freut sich seines Lebens. Ich sehe ihn schon. Aber sein Raptorbruder ist umgekippt. Na, immerhin. So, sehen wir uns wieder, Raptor. Wer weiß. Ja, ich sehe ihn schon hier. Ich habe meine Flinte. Und warte nur auf ihn, bis er nahe genug ist. Meine Flinte sage ich schon bei der Brust. Ja, ich habe schon verstanden. Das, alles spielt sich jetzt im Kopf ab. Was, weil du schon die Flinte im Kopf hast? Nein. Wir laufen aneinander quasi herum und beschnuppern uns. Der Paarungstanz. Ich habe noch 4 Pfeile. Müssen alle sitzen. Wo ist eigentlich sein Kumpel umgekippt? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ach, da, direkt vor mir. Sieht aus wie ein Stein. Wie geht's dir denn so? Brauchst du noch einen Pfeil, Intus? Nö, du schaffst das schon. So. Fuck. Ja, hat nicht gereicht. Ein Pfeil verschwendet. Kackraptor ist in letzter Sekunde umgedreht. Das ist uncool. Ey, Raptorius Rexus, komm mal hier. Ja, komm. Guck mal hier, mein Kleiner, komm mal hier. Ja, komm mal hier. Na? Ach, ich muss in den Kopf schießen, dann geht das, glaube ich, schneller. Das weiß ich, muss mal gucken. Ach, jetzt läufst du weg, oder was? Jetzt läufst du plötzlich weg. Julia, ich hätte Angst vor dir. Was ist denn los? Hätte ich auch Angst vor dir. Noch ein Betäubungsfall. Kacke. Und wenn der gleich wiederkommt, bin ich tot.